Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum dritten Spieltag der GPL. Ich habe gegen Present gespielt und ja, wir schauen zu Teams an, bevor wir loslegen. Wir haben hier mein Donphan, mein Choice Band Donphan, was eine sehr interessante Attacke drauf hat, die werdet ihr noch im Kampf sehen. Dann haben wir mein Choice Scarf Skelabra, wir haben mein Leben Orb Stami, mein Mega Bibur, mein Überreste Regirock und mein Assault Vest Lashuking. Ja, ich hatte natürlich ein bisschen Angst vor seinem Team, aber nachdem ich mir seine Videos angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass er eigentlich immer Florges und... Na, wie heißt's? Florges und das Steilkäferling. Fortress, ich nenne es Fortress, weil ich den Namen wieder vergessen habe. Immer dabei hat, deswegen wusste ich, dass ich gegen die was machen muss. Hab mir deswegen mein Mega Bibur mitgenommen, denn Florges kann nichts gegen mein Mega Bibur machen. Bei den Feuerattacken habe ich mein Skelabra und mein Lashuking dabei. Damit kann ich dann Fortress rausnehmen. Und beim Rest war ich mir nicht ganz sicher. Ich wusste, ich muss die Stealthrox dabei haben, falls er Megapinsel dabei hat. Deswegen ist an dieser Stelle Regirock dabei. Kann außerdem mit Steinhagel und Donnerwelle das Ding komplett rausnehmen. Dann hat er Blitzer. Vor Blitzer hatte ich ein bisschen Angst. Gebe ich zu. Weil ich hatte nicht unbedingt gedacht, dass er das mitnimmt, aber gut. Dann haben wir noch sein Arcani, das natürlich böse Schaden machen oder auch tanken kann, je nachdem wie er es spielt. Und sein Stami, und ich war mir nicht sicher, ob sein Stami gescarft ist oder mit Choice Bags arbeitet. Ich hatte zwar sein Video gesehen mit dem Choice Scarf, aber wer weiß, heißt ja nicht, dass er das immer so spielt. Gut, würde ich aber sagen, fangen wir einfach mal an. Der Kampf ist schon einige Tage her. Ich hoffe, ihr hört meine Nachbarn nicht renovieren, falls doch, tut mir leid. Wie gesagt, der Kampf ist schon so ein paar Tage her, deswegen kann es sein, dass ich nicht alles im Kopf habe. Ich hatte hier gehofft, Ellie did mit Fostelka. Fostelka hieß es, genau. Deswegen habe ich mit Donphan angefangen, aufgrund der Attacke, die es hat, aber nein. Er wechselt hier aus, war natürlich echt gut von ihm, schickt Heavy Metal rein. Ich bin einfach auf Abschlag gegangen, aufgrund von Sturdy. Ich nehme mir Schaden durch den Beulenhelm, aber na gut, meinetwegen. An dieser Stelle wechsle ich aus, denn ich bin in den Abschlag reingeloggt, natürlich. Gehe stattdessen auf Skelabra. Er geht hier auf Voidwechsel. Das war echt gut von ihm. Halt jetzt natürlich den Free Switch und nutzt ihn, um in Hoshi zu wechseln. Und ich war mir nicht sicher, ob er gescarft ist, deswegen wollte ich hier nicht drinnen bleiben. Schickt stattdessen Lashuking rein. Der Lashuking ist ziemlich gut gegen das Teil. Auch aufgrund einer bestimmten Attacke, die ich, glaube ich, jetzt schon einsetze. Bin ich mir gerade nicht sicher. Er wechselt hier auf jeden Fall aus. Ja, er kann nichts wirklich gegen mich machen. Und schickt stattdessen Beauty Flower rein. Und ich glaube, ich bin hier tatsächlich schon auf Spukball gegangen. Ja. Ich habe mich Spukball beigebracht, speziell gegen das Stami. Aber er wechselt aus in sein Florges und ich kann gegen Florges nicht viel machen. Gehe hier raus mit Lashuking und schick stattdessen mein Mega Bibur rein, denn das kann ich wirklich was gegen mich machen. Er benutzt hier den Wunschtraum. Ich hätte logisch nachdenken können, denn wäre mir klar geworden, dass er höchstwahrscheinlich in Fostelka wechselt. Aber andererseits habe ich hier nur die Chance auf dem Free Protect, Free Mega Evolve gesehen, meine ich. Nicht Free Protect. Denn warum soll ich hier protecten? Er kann nichts gegen mich machen. Er schickt natürlich Heavy Metal rein. Und ich glaube, ich bin hier sogar auf die Kehrtwende gegangen. Ich glaube, ich bin nicht mal auf Poison Jab gegangen. Sondern tatsächlich... Ja, auf die Kehrtwende, da ich entweder einen Switch oder einen Protect predicted habe. Macht nicht viel Schaden, aber nur noch in Ordnung. Dafür, dass es resisted ist. Ich schicke hier Tusk rein und... Ja, er heilt sich hier mit dem Wunschtraum auch. Und ich glaube, hier gehe ich jetzt tatsächlich auf den Feuerzahn. Ich wage mal zu behaupten, dass er damit nicht gerechnet hat. Joystick Feuerzahn reicht leider nicht ganz aus, aber bringt ihn ziemlich low. Hier benutzt er Titansteine. Nervig, ja, aber in Ordnung. Ich wechsle hier aus. Gehe, glaube ich, auch auf Stami? Ja, auf Stami, auf mein Crystal Core, das jetzt einen anderen Namen hat. Warum, werdet ihr im nächsten Kampf erfahren. Er wechselt auch aus. Und geht in seinen Precardi. Was natürlich für ihn jetzt nicht der beste Switch war. Aber er kriegt ihn mit Ruhe raus. Und ja, er macht den Double Switch, denn er möchte nicht drinnen bleiben gegen mich. Und schickt wieder Beauty Flower rein.
glaube, ich bin hier auf den. Ne, ich bin hier auf den Surfer gegangen, okay. Ja, ich hatte Angst davor, dass ich vielleicht Stromstoß benutzt. Deswegen bin ich hier direkt auf Surfer gegangen, anstatt auf Turbodreher. Ich weiß, Leben auf Turbodreher macht nicht allzu viel Sinn, aber ich brauchte einfach den Spinner und. Es hat ja funktioniert, ne? Der Turbodreher kommt durch, macht natürlich keinen Damage, aber die Stealth Rocks verschwinden und das war das Wichtigste. Ich glaube, er geht jetzt einfach auf den Moonblast, ja. Und Crystal Core überlebt es, verliert aber Spezialangriff, deswegen. Das kann hier definitiv nicht mehr viel machen. Aber ich wechsle es trotzdem aus. Als Death-Forder ist es immer noch gut zu haben. Gehe ich hier wieder auf Jim the Knight, denn. Wie gesagt, kann er nicht viel gegen mich machen. Er spricht hier den Wunschtraum aus und an dieser Stelle gehe ich auf den Schlagbohrer. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass ein Schlagbohrer ausreichen würde bei dem Fostelker. Und er kann mir nichts anhaben mit einer Mondgewalt. Deswegen, solange er nicht speziell offensiv investiert ist, resiste ich das, habe 80 Base Special Defense. Und ich war mir relativ sicher, dass ein Schlagbohrer hier ausreicht. Ich finde übrigens, dass die Animation sehr gut zu Lieber passt. Und tatsächlich, Heavy Metal wird hier rausgenommen. Sehr, sehr schön, denn jetzt geht auch sein Wunschtraum ins Leere. Er schickt aber Bug of Death rein und ich wusste schon warum. Denn Mega Evolven und dann den Ruckzuck-Hieb zu benutzen, würde mich garantiert rausnehmen. Da Priority Flugattacke, die dann auch noch geboostet wird durch den Stab und die Fähigkeit, möchte ich nicht. Deswegen bin ich hier einfach rausgeswitcht. Er hat mit meinem Switch in Regirock gerechnet. Ist deswegen auf den Nahkampf gegangen. War natürlich nicht schlecht predicted von ihm, muss ich zugeben. Ich hätte vielleicht noch auf Protect gehen können. Aber, schick hier jetzt aber Regirock rein. Und ich glaube, ich gehe hier auf die Donnerwelle. Ich glaube, ich bin hier auf die Donnerwelle gegangen. Hatte Angst, dass er seinen Blitzer rausschickt. Und mir ist, nachdem ich Donnerwelle ausgewählt habe, ist mir klar geworden, ich hätte einfach direkt die Stealth Rocks nehmen sollen. Hier kommt aber mein Neutral-Torso ins Spiel. Er kann meinen Angriff nicht verringern. Und ich kriege seinen Arcani paralysiert. Warum denn nicht? Kann man ja mal haben, ne? Ich schicke die Tarnsteine raus. Bin garantiert schneller als das Arcani. Die einzige Attacke, mit der mich immer noch garantiert einholen könnte, wäre Turbo-Tempo. Er benutzt den Nahkampf, zieht nur 120 KP ab. Das war schon ganz schön fies. Seine Verteidigung und seine Spezialverteidigung senkt. Wird gesenkt oder sinkt, nicht senkt. Nur senkt macht keinen Sinn. Ich heile mich hier durch die Überreste. Und jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, wie ich finde. Er schickt Beauty Flower rein. Ja, nimmt ein bisschen Schaden durch die Stealth Rocks. Meinetwegen. Ich bin auf den Steinhagel gegangen. Geht natürlich daneben. Warum dann auch nicht? Wir brauchen endlich eine gute physische Gesteinsattacke, die einfach eine gute Genauigkeit hat. Weil so langsam wird es ein bisschen lächerlich, Gamefree. Er wechselt hier jetzt wieder aus. Ich war verwehrt. Ich war verwehrt. Ich glaube, ich bin aber wieder auf die Donnerwelle gegangen in dem Fall. Ich glaube, ich hatte. Ja, ich bin tatsächlich nochmal auf die Donnerwelle gegangen. Weil ich gedacht habe, ja, wenn ich noch einen Pokémon paralysiert kriege. Es gibt keine Paralyse-Clause. Also wäre das überhaupt kein Ding. Er wechselt wieder aus und alles, was er damit erreicht, ist im Grunde, dass ich HP wiederhergestellt bekomme mit Überreste. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er meine AP ausdauern oder so, aber viel bringt ihm das nichts. Viel bringt ihm das nicht. Ich kann einfach weiter mit Steinhagel draufhauen, kriege jede Runde meine KP wieder durch die Überreste. Mich freut es nur. Im Nachhinein war ich überlegen, vielleicht wollte er auch einfach die ganze Zeit meinen Angriff senken mit Arcani und hat nicht aufgepasst und hat deswegen nicht gesehen, dass ich Neutral-Torso habe. Aber ja, ich gehe hier immer weiter auf den Steinhagel. Und ich glaube, hier kommt jetzt der Crit. Ich spoiler ein bisschen, aber ich glaube, hier kam der Crit. Und ich dachte mir noch, ja, so das Ding, ein Crit wäre jetzt echt cool, einfach um das Viech rauszunehmen. Wäre schon echt nicht schlecht. Und ja, dann kommt der Steinhagel und au. Er hat mir schon so ein bisschen leid getan, muss ich zugeben. Und ich hatte Angst, dass sich das Spiel noch bei mir rächt für den Crit. Jetzt sind seine beiden Walls weg. Er kann eigentlich nur noch voll offensiv gehen. Und sein Spinner ist raus. Ich habe die Stealth Rocks da. Das bedeutet, er kann sein Pinsir nicht mehr wirklich sicher rausschicken, ohne die Hälfte seiner KP zu verlieren.
Ich gehe hier in Lasho King und er zeigt mir, dass er den Donnerblitz hat. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall noch einen Donnerblitz überleben kann. Und gehe deswegen hier einfach auf Spukball. Er ist schneller als ich, leider. Und hat mich hier gekrittet. Der Crit war aber nicht notwendig. Hier kommt der Spukball durch. Reicht leider nicht ganz aus. Ich bin an dieser Stelle drinnen geblieben. Denn ich hatte nichts anderes, was ich wirklich reinschicken wollen würde. Ich hätte höchstens Mega-Bibo reinschicken können. Aber selbst da wollte ich nicht unbedingt. Ich schicke an dieser Stelle jetzt Tusk rein, denn ich war mir recht sicher zu diesem Zeitpunkt, dass er gechoiced ist aufgrund des Schadens. Aber ich dachte, wie gesagt, Choice Backs. Und deswegen wusste ich, ja, ist wahrscheinlich irgendwie Donnerblitz gechoiced. Sein Arcani kommt natürlich rein, nimmt erstmal ordentlich Schaden durch die Stealth Fox, senkt meinen Angriff um 1. Dadurch hab ich jetzt noch den neutralen Angriff, mein Choice Band ist quasi gewastet. Mein Abschlag reicht nicht ganz aus, aber er wird gefullparat und ich kann nochmal mit Abschlag zuschlagen. Bye bye Arcani. Ja, wir sehen jetzt schon, das Match ist in diesem Moment nicht schlecht für uns. Er schickt Eevee und Speed rein, seinen Blitzer. Und ich hatte hier gedacht, er hat wahrscheinlich eine Hidden Power, Eis oder Wasser. Aber ich wollte nicht unbedingt rauswechseln. Und ja, wir sehen hier die Hidden Power. Macht mir guten Schaden, aber mir egal. Ich gehe einfach weiter auf den Abschlag, nehme ihm sein Leben ob ab. Was im Nachhinein nicht ganz so gut war, denn an dieser Stelle saß ich ja, jetzt verreckt er durch sein Leben ob, ist überhaupt kein Ding. Ach nein, Moment. Er hat ja kein Leben ob. Ja, schick hier Skelabra rein, denn Skelabra ist definitiv schneller. Hau mit dem Spukball drauf. Ist Stab für den Fall, dass er noch Stami reinschicken will. Und hier schickt er jetzt Hoshi rein und ich war mir nicht sicher, was für ein Choice-Item er trägt, aber da er jetzt schneller ist, wusste ich garantiert, er ist gescarpt. Und ja. Gut. Zugegeben, einige werden sagen, das war doch voll offensichtlich, weil das konntest du da schon sehen, aber ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Ich schicke Jim the Knight rein, denn 80 Base Special Defense tanken einen Choice Scarf Surfer. Und ich greife hier mit der Kehrtwende an. Und ich glaube, an dieser Stelle hat er nur noch sein. Ich glaube, er hat tatsächlich nur noch sein Pinsir. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass ich echt Respekt habe vor dem Pinsir. Und ihr werdet sehen, was ich gleich mache. Ich weiß, ich überlebe den Nahkampf von dem Ding. Das hatte ich schon gekalkt. Genau, ich hatte nur noch seinen Bug of Death. Und ich gehe hier auf die Donnerwelle. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt mein Rock Slide gemisst hätte, dann wäre ich am Arsch. So kriege ich die Donnerwelle raus, bin garantiert nochmal schneller als er. Kann also auch meinen Steinhageln sowieso nochmal einsetzen. Und falls ich missen sollte, habe ich immer noch die Chance auf die Full Para. Und ja, wenn Regirock hier stirbt, habe ich keine Chance mehr. Denn es ist, kann mich garantiert rausnehmen. Aber Steinhagel kommt hier durch, nimmt sein Bug of Death raus. Und damit ist es dann GG. Ja, war ein schönes Match. Leider war der Crit da. Und ja, ich würde ja sagen, ich habe auch einen Steinhagel gemisst. Aber seien wir ehrlich, ein gemisster Steinhagel ist nicht so schlimm wie ein Crit. Vor allem nicht, wenn der Crit einem die Wall wegnimmt. Ich hoffe, der Kampf hat euch trotzdem gefallen. Und ja, der Link zu Presence-Kanal ist natürlich... Warum sage ich mal Present? Zu Presence-Kanal ist natürlich in der Videobeschreibung. Außerdem ganz wichtig, ich wurde interviewt in Sachen YouTube und so und auch ein bisschen zu mir als Privatperson von einem anderen YouTuber, der auch so GPL-News macht. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Es werden ein paar sehr interessante Themen angesprochen. Unter anderem Drogen und über 18 Websites. Also ihr merkt schon, das war ein sehr seriöses Interview. Damit möchte ich mich dann aber verabschieden. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin und tschö tschö. Wieso salutiere ich eigentlich immer? Ich mache diese Kämpfe ohne Webcam.